Schönen guten Morgen. Ich bin seit einer halben Stunde wach, wir haben jetzt 9:30 Uhr. Ich mache mich jetzt auf dem Weg Brötchen holen. Dann werden mein Besuch und ich frühstücken, werden noch ein bisschen Nachhilfe machen. Dann bringe ich sie zum Bahnhof und dann gucke ich mal, was ich heute noch so treibe. Das ist mein Plan für heute. Es regnet draußen, es schüttet aus Eimern. Ja, aber ich habe richtig Lust auf frische Brötchen zum Frühstück, von daher mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Ich sage ihr einen guten Tag und wir sehen uns gleich. Ach Freunde, was soll ich sagen? In der letzten Zeit ist es mit meiner Vlogging-Motivation echt nicht weit her. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, habe ich echte Probleme, mich dazu aufzuraffen, zu vloggen oder an den Tagen, wo ich frei habe, überhaupt irgendetwas zu tun. Und genauso war es jetzt auch heute, nachdem mein Besuch weg war, habe ich nicht mehr viel gemacht. Ich habe hier meinen Schreibtisch aufgeräumt und mal Ordnung in einige Unterlagen gebracht, weil ich auch für den Versicherungsmakler ein bisschen was raussuchen musste und da einfach mal gemerkt habe, wie viel Unordnung ich doch angehäuft habe, was die Unterlagen angeht. Dann habe ich eine Maschine Wäsche gewaschen und habe die Spülmaschine laufen lassen. Und das war's. Mehr ist nicht passiert. Ja, ich habe natürlich noch den Vlog von gestern geschnitten, aber das war's. Ja, und heute war mein letzter freier Tag innerhalb der Woche für die nächsten Wochen, da ich jetzt ab nächster Woche 5 Wochen voll durcharbeiten werde. Und das ist gut, das bringt Geld ein. Das ist schlecht, das klaut mir Zeit und Zeit zum Erholen und Entspannen. Auf der anderen Seite sind das ja auch Tage, an denen einfach nichts passiert, wie ich jetzt gemerkt habe. Und von daher weiß ich gar nicht, wie traurig ich deswegen sein soll. Ja, ich schiebe auch einige Ideen für Videos und sogar ganze Projekte und Channels durch die Gegend und habe Ideen und Einfälle, aber irgendwie fehlt es mir total an Energie und Motivation, da was anzufangen. Und das nervt mich auch sehr und zieht mich ziemlich runter. Ja, so viel mal dazu. Ich bin morgen und übermorgen auch arbeiten, das heißt, die Vlogs werden auch da wieder entsprechend kürzer. Samstag steht bei uns mal wieder Dungeons & Dragons an. Das erste Mal seit einem halben Jahr, glaube ich. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt darauf und ich freue mich sehr auf Dungeons & Dragons. Ich würde jetzt aber sagen, da ich wirklich nichts mehr zu erzählen habe, ihr macht euch einen schönen, entspannten Abend und wir sehen uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht!